Ah, ich habe auf jeden Fall alles gesehen. Na toll. Freu mich drauf. Naja, EP gehen ganz gut, denke ich. Naja, ungefähr 1000 Gegner. Ist ja besser als gar nichts. Ja, das geht schon. Gut, dass ich die Torsteuerung nicht mehr aktivieren muss. War es noch weiter unten? Ja. Muss ja. Also bin ich jetzt schon mal komplett falsch gelaufen. Nice. Wie sieht's denn aus mit dem Hinterkragen? Ja. Am liebsten drei davon. Obwohl, drei gehen leider nicht. Weil mit der Autofahren-Methode ich halt die Accessoires brauche. Von daher funktioniert das leider nicht. War nur mit 6000 HP zu sehen, schon fast ein bisschen traurig. Der Rücken wird ja auch super lustig. So eine Scheiße. Das hätte manchmal auch Schaden machen können. Wie viel Abwehr habe ich denn? Ich habe eigentlich sogar relativ gute Werte. Naja, egal. Was haben wir hier Schönes? Ein Heiter. Na klar. Soll ich mal Spaß haben, jetzt zu Ultima laufen? Nee, ne. Mach ich jetzt mal lieber nicht. Ultima würde mich jetzt zerpflücken, so wie ich bin. Oh, ist noch ein paar Gegenstände, die Lichtmagie absorbieren. Sonst bin ich ganz schnell tot. Nicht mal drei Duplikaten würden mich davor retten. Wobei es ja ganz toll ist, dass maximale Schaden 999 ist. Das heißt, wenn alle Leute über 5000 HP kommen, ist immer ein Hit sozusagen garantiert, dass ich überlebe. Das ist eigentlich schon relativ traurig. Rechts dann runter, okay. Weiter geht's. Oder kann ich die dann greifen? Greif über die an. Noch ein bisschen Cash nebenbei. Hervorragend. Da habe ich nur noch irgendwie bessere Waffen zusammenschmieden werden oder so. So eine Scorpio wäre schon ganz interessant. Weil theoretisch muss ich für die Muttergranaten ein bisschen was abnehmen. Aber ich glaube, das war für den normalen. Also für den Mobhans, was ich jetzt habe, dürfte erreichen. Ich glaube nie, dass ich da jetzt noch irgendwas anderes besorgen muss dafür. Das wäre doch zu krass. Ja gut, Gilgamesh ist jetzt schon ein bisschen eine andere Nummer. Aber wenn ich mit der Taktik rangehe wie eben, dann müsste doch nicht so schwer werden. Nur 16.000 bis zum nächsten Level. Geil. Nicht mehr lang. Alter, geht mal ja. Besser war für bei 4 wäre auch ganz cool. Aber es ist alles sehr anstrengend zu besorgen. Deswegen, das werde ich nicht mehr in der Session machen, auf jeden Fall. Irgendwo anders. Das muss man auch alles aufschreiben, sonst kommt ja kein Mensch drauf. Wann hat gerade mal einen Boost mit 50 HP bekommen? Also das TP. Das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich wirklich traurig. Naja, ich muss erst mal gucken, ob der Mob hier irgendwas kann oder ob der auch nur so ein Verarscher ist wie diese Riesenqual von eben. Hm,
Da fängt man wieder sowieso mit Healen an. Interessant. So, ich guck mal, ob John was kann. Wenn nicht, dann hau ich einfach drauf. Oh, ich bin auch schon wagemutiger mittlerweile. So, wo sitzt denn der Hund? Der wird da hier aber irgendwo abgammeln. Was zum Teufel? Obwohl, von welcher Zeit ist ein Monster, das man killen muss, ne? Dead Medica. Was sagt denn der Bericht dazu? Wer war denn das jetzt? Okay, nee. Ich sehe ja keine besonderen Sachen, was braucht man zu spawnen, also ich gehe davon aus, dass hier irgendwo abgammeln wird. Da ist er. So, was tut er hier genau? Na egal. Whatever. Sieg über Prisco Dämon. Na fein. Das hört man doch gern. Ein schöner Schnellsieg war es auch. Jetzt muss ich nur noch zurücklaufen. Ja, wir werden den Ortland noch öfter aufsuchen müssen. Mindestens noch zweimal. Das lässt sich auch nicht anders vereinbaren. Bin ich jetzt gelandet? Mach die Kills. Wie lange braucht waren jetzt noch? 254.000. Leck mir doch. Es dauert ja ewig. Du meine Scheiße. Na, da kann ich ja ewig kämpfen. Ich sag, hab Level 80 wo das Farm, ich Cancer. Das ist ja schon 78. Lass mich alles für ein paar IP tot. Ich meine, die restlichen Werte ist auch ganz nice. Davon abgesehen, aber. HP ist das, was dich überleben lässt. Wie krass das Ultima Schwert aussieht, dass ich mir sicher Farben brauche und einfach so gefunden habe. Ein ziemlicher Ehrenmove von dem Spiel. Ich klatsche mir jetzt hier mal 4 rein, das geht gar nicht. Oh, ich würde gerne mal neue Arrange hören. Soundtrack, ich mache neu arrangiert. Ich will mal hören, wie das neue so ist. Boah, das geht ja gar nicht. Die Geige ist ja schrecklich. Wer auch immer das gemacht hat, gehört geschlagen. Oi. Hier wird aufgeräumt. Oder eben auch nie. Sanctus kommt er ja an. Dass der Job gerade ein Ether war. Ja, die Musik geht meiner Meinung nach gar nicht. Es klingt so ähnlich, aber die haben versucht, viel zu viel das reinzustecken an so einem Ort. Das geht, das läuft nicht. Nee. Ich kann mich dann nicht anbewöhnen. Oh, so, der gute Wasch ist in der Stufe gestiegen. Vorrat.
Das klingt so schrecklich. Wie konnten wir es absegnen? Das hat doch. Das klingt melodisch zwar irgendwie wie das Original, aber. Wie ist das denn jetzt passiert? Was hat Kiss? Noch ein Heiter. Ich werde einfach mal ganze Soundtracks, die neu arrangiert sind, durchhören. Mal gucken, ob was noch was kommt. Oh, das war schon. Ich müsste nur gleich wieder rum sein. Und jetzt die Mucke so zu hören, das würde mir doch ins Sack gehen. Gott sei Dank erhöht ja mal 4 Modus nicht die Spielzeit. Mal 4, sondern ist alles ganz normal. So, bloß raus hier. Ich möchte diesen Ort bitte verlassen. Gott, das geht ja gar nicht. Ravain klingt soweit noch ganz normal. Oh ne, das kenne ich auch nicht. Die haben versucht, den Soundtrack so zu nehmen, wie er ist, und dann so mystisch magisch wie nur möglich zu machen. Aber ich finde, das läuft einfach nie. Nee, kein Stück. Ich weiß, dass man den Schätze hat. So, Chopper ist tot. Naja, mager. Ja gut, bei Burr Omnisys passt es eigentlich so. Das Ganze klingt ein bisschen düsterer. Das kann man machen, denke ich. Zu. Ein Witz ist das. Naja, gut, ich finde den jetzt auch nicht überragend. Ist ein bisschen bessere Version, ja, aber ansonsten. Mal, wo ist denn jetzt hier die andere Auftraggeberin hin? War es nicht so eine komische Vira, die wegen Farmen abgenervt hat? Ach, er ist doch. Was wird das? Das ist der Ring Ias. Aha, ja, ich hab Farmen getötet. Kann ich das bitte? Ja, die Schwester ist tot. Der Drache ist tot, der Ring ist wieder da. Ein Traum, hä? Die Kamerafahrt ist der Wahnsinn. Okay. Sieht auch den derben Analhaken drin. Oh, die Musik ist mal wieder normal, wo Romy says. Okay. Was genau machen denn die neuen Pfeile, die ich habe? Todespfeile, sogar 3 Angriff. Da habe ich ja gut was gefunden. Okay, was muss ich denn so als nächstes töten? Da habe ich den Shop frei. Ich gehe mal nach Rabenastre, um mal wieder im Clan vorbeizugucken. Um
mal die ganzen Mappans anzunehmen. Auch von dem kleinen Mogri, dem Clanführer. Wie heißt der nochmal? Mont Blanc, genau. Okay, fuck, nein. Nein, das war's. Das geht gar nicht. Ja, das klingt schon. Das klingt schon besser. Das kann man sich auf jeden Fall besser antun. So, ich check erstmal im Bazaar aus, ob es irgendwas Cooles Neues für mich gibt. Ich hoffe es doch. Jawohl, neue Handelsware. Eine neue Schriftrolle. Sweet. Ach, Quatsch. Deswegen war ich doch echt gar nicht hier. Das wäre auch ganz cool. Erwirbungspotenzpunkte mit Gil, das habe ich auch definitiv nötig. Allerdings halbiert es auch Wind. Naja. Wir haben auch Dupli. Und Entzug. Und Subspirit. All die Dinge, die ich noch nie haben wollte, seit jetzt. Wie viel Dämonenschein habe ich denn da bitte rausgeholt? Das ging immer super schnell. Wahnsinn. Naja, es hat sich also doch irgendwo schon gelohnt. Zumindest ein bisschen. Oh, ich glaube, es kann jetzt alles zu verkaufen. Ey, ich lasse es jetzt. Oh, neue Handelsware. Zwangsrüstung. Ein Gladiatorenharnisch. Gut, ich gehe mal bei Mont Blanc Hallo sagen. Was Neues für mich hat, die Gilgamesh Mob Hunt müsste ich auch bald mal kommen. Das ist eigentlich so meine Motivation für die Aufnahmestation, den Gilgamesh Mob Hunt so mit zu erledigen, damit das dann durch ist. Das würde ich sehr fein finden. So, hier wird was. So, ich bin Elitejäger. Was gibt's? 3-2 Elixiere. Ja, gut, okay. Wagemutiger. Ach, das ist doch ein Witz. Hydros ist tot, warum immer das ist. Ich habe 8 Esper. Mhm. Netrel, okay. König Behemoth. Kokum in Unterstadt. Aha. Okay. Dort da unten sitzt er. Und dann war noch was. Ixion. Im Ball von Heim. Okay. Na gut. Dann geht nochmal an die normale Wand. Und da schließt auch endlich mal die Tomatenjagd ab. Das müsste einen Weltrekord dafür geben. Da ich das nicht gebacken bekommen habe, mal von 45 Stunden diese Quest abzuschließen. 45 Stunden. Es sollte wirklich einen Rekord geben. Ach, und wenn ich schon mal hier bin, guck mal. Ich kaufe auch mein Gambit komplett leer. Ich sehe keinen Sinn drin, das nicht zu machen. Wenn man es doch mal braucht, dann hätte man es doch ganz gern. Würde sie jetzt zwar auch irgendwie ein bisschen ziehen, was soll man machen? Die Magie und Technik, klar, besuche ich auf jeden Fall auch nochmal. Da gibt es auch noch ein bisschen was hier. Die selbst bei MP unter 30, das ist schon bei 4 ganz nice, wegen seinem Sammeln. Darauf werde ich öfter mal zurückgreifen müssen in dieser Zeit. Okay, das ist auch interessant. Da war das endlich Mentor uns. Durch ist durch. Ja gut, aber ich glaube, das muss es nie unbedingt sein, oder?
Naja, gut, egal. Haben wir es wenigstens. Oh, okay. Das ist für Bann ganz nice, glaube ich. Habe ich Bann als Zauber überhaupt schon? Das muss ich auch mal angucken. Wenn auch Bann bekommen könnte von den drei Hauptleuten da, wäre es auch ganz nice. Okay, ob das jetzt wirklich alles nötig ist. Ich glaube nicht.